zu einem neuen Video. Heute wird es ein kleines FMA geben, so wie die letzten Wochen auch. Leider schaffe ich momentan nicht mehr, weil ich gerade in der Abi-Phase bin, in der Klausurenphase. Und genau, ich war heute mit Pieperitsch mit Halsringe auf dem Platz. Sorry, dass es so wackelt, ich sitze noch auf dem Pferd. Und er war richtig, richtig gut. Ein paar Aufnahmen könnt ihr gleich sehen. Vorher, bevor wir gefilmt haben, war er noch besser. Aber jetzt läuft er auch richtig gut. Ich gehe also ein bisschen Schritt mit ihm. Da ist Bettina, wird gerade gefilmt. Cindy steht da vorne. Cindy steht da vorne. Mila liegt da. Bettina filmt die Blumen. Pieperitsch ist so toll. So fein gemacht. Die Doppellonge zahlt sich richtig aus mit dem Rückwärtsgehen und so. Und die Schabracke, ich finde sie so schön durch das an. Ich weiß nicht, ob irgendwer die Marke kennt. Ich kenne sie nicht. Aber die Hose habe ich übrigens auch neu, die habe ich geschenkt bekommen. So schön. Alles so toll, meine Stiefel. Bettina ist auch neu. So, das ist die neue Schabracke. Mit dem Halfter dazu. Nee. Mega süß. Vorhin hat das noch richtig schön in der Sonne geglitzert. So. Liegt auch sehr schön auf dem Pferd. Kommt Cinderella erstmal angetrabt. Macht er es mit dem Kopf wegen der Mücken? Ich weiß nicht, was da vorne jetzt abgeht, wie ihr seht. Irgendwas ist da, Cindy ist da gerade schon lang gerannt. Die Batsch ist auch total angespannt.
zittert ein bisschen. Ruhig. Ich sehe nichts. Jetzt fühle ich mich schon wieder, als würde ich auf so einem jungen Hengst sitzen, weil da ist nichts. Da, Gerrit. Ein Trecker. Da, wow. Hallo. Ist ja schon wieder ein bisschen entspannter. Gegen die Bank rennen. Oder auch nicht. Da, Pipi. Alles gut. Wartet gleich. Ja, jetzt ist wieder gut, ne, Pieps? Gegen die Bank runter. Tiger hat die hoch und runter. Das war übrigens der Übeltäter, weshalb die beiden gerade ein bisschen uschig waren. Piepert schmeckt's. Cindy schmeckt's auch. Cindy frisst wieder ordentlich. Piepert schmeißt wieder alles raus. Ein bisschen Mann. Aber teilt mit Mila. Jetzt fällt der hier lang. Und dieser Heuballen, das war eine Qual, den hier herzustellen. Das Netz darüber zu bekommen, wir haben den Heuballen dann umgekippt. Oh, Pipi. Haben den Heuballen dann umgekippt, das Netz immer zu und her gezerrt. Dann Bettina das hier alles rausgezerrt, das Netz da drunter und hier. Hat das aufgeschnitten. Ich habe es dann rausgezogen, rundherum, außer ganz unten, da haben wir es dann noch. Ja, das war wirklich eine Qual, aber jetzt sieht es gut aus. Jo. Die drei haben ihren Spaß hier.